Die Frage, die sich alle derzeit stellen, warum steht das Cannabis-Gesetz noch immer nicht auf der Tagesordnung im Bundestag? Und wann wird es denn nun endlich auf die Tagesordnung gesetzt zur offiziellen Verabschiedung? Dirk Heimblut hat sich dazu am 13.02. auf Instagram wie folgt geäußert. Da offensichtlich die Unruhe immer größer wird und immer mehr und drängend die Frage gestellt wird, wann kommt es denn auf die Tagesordnung? Also, auf der vorläufigen Tagesordnung war es nicht, das heißt aber nichts. Das Cannabis-Gesetz kann durchaus, und ich bin zuversichtlich, wird auch auf die Tagesordnung gesetzt werden. Die Änderung dieser vorläufigen Tagesordnung erfolgt aber meist nicht unter sozusagen den sitzungsfreien oder in den sitzungsfreien Wochen, sondern dann in der Sitzungswoche. Das heißt, wir gehen davon aus, es wird dann am Dienstag spätestens auf der Tagesordnung sein. Aber, und das ist wichtig, höchstwahrscheinlich schon vorher auf der Tagesordnung des Gesundheitsausschusses, denn da müssen zunächst die Beschlüsse gefasst werden. Dazu müssen alle Änderungsanträge aber vorliegen und das ist hoffentlich bis Ende der Woche dann auch der Fall. Also, wahrscheinlich in Kürze auf der Tagesordnung des Gesundheitsausschusses und dann in der nächsten Woche auf der Tagesordnung. Dirk Heimblut hat also eben offiziell bestätigt, dass die Änderungsanträge, die letzten, noch nicht vorliegen. Die Einigung wurde jedoch bereits am 2.2. verkündet. Geändert hat sich anscheinend jedoch nur etwas bei der Evaluationsfrist, vorgezogen auf 2 Jahre. Was also entsprechend hält die Bearbeitung noch weiter auf? Warum sind die Änderungsanträge, die letzten, damit noch nicht vorliegend? Vom 27.11. sind alle sonstigen Änderungsanträge bereits veröffentlicht und somit beschlussfertig vorliegend. Nach Aussagen des Abgeordneten von Die Linke, Artisch Gürpiner, ist dieses Vorgehen wohl nicht unüblich. Auf einer Veranstaltung des DAV Bamberg hat er dazu Folgendes gesagt. Also mein Informationsstand ist, dass es in der nächsten Bundestagswoche, das ist die Woche nach der Faschingswoche, also Aschermittwoch, die Woche drauf, dass dort im Bundestag sein wird. Und direkt davor wird es im Gesundheitsausschuss sein, also in derselben Woche. Wird dann wahrscheinlich Mittwoch sein. Und an diesem Tag werden die gesamten Änderungen, die es noch gibt, zum Beispiel Evaluationen irgendwie im nächsten Jahr, was jetzt irgendwie noch reinverhandelt wurde von denen, die in der SPD sind und nämlich zustimmen wollten, die werden noch reinverhandelt. Und dann wird es aber abgeschlossen. Abgeschlossen heißt, der Ausschuss, Gesundheitsausschuss entscheidet dann dafür, die ganzen Ausschüsse, die auch noch damit beschäftigt sind, also das ist alles Inneres, der Innenausschuss, Rechtsausschuss, wahrscheinlich Verkehrsausschuss, obwohl da noch keine Änderungen sind, die uns glücklich machen würden. Darauf wird es im Parlament verabschiedet. Dann kommt es in den Bundesrat. Das war das Problem gewesen, deswegen wird es am 1. April erst verabschiedet. Dann kommt es in den Bundesrat und die müssen auch noch zustimmen. Oder die müssen nicht zustimmen, aber zumindest wird es dort behandelt. So. Deswegen wissen wir aber noch nicht, also das ist ganz üblich bei Gesetzen, das ist nicht nur beim Cannabis-Gesetz so, dass die ganzen Änderungen, die noch kommen, erst sehr, sehr kurz vor dem bevor der Gesundheitsausschusstag kommt. Leider auch bei Angesetzen so, dass du quasi teilweise am Dienstagabend um 9 Uhr die Änderungen bekommst und dann am nächsten Morgen die Änderungen dann in dem Ausschuss verhandelt werden. Im Endeffekt nicht mehr so viele. Also es gibt ein paar, die dagegen stimmen werden, aber es wird definitiv so sein, dass es angenommen wird. Jetzt, wo die sich auf Fraktionsvorstandsebene geeinigt haben, da kann ich jetzt wirklich definitiv zu sagen, ich war bis vor 3 Wochen auch noch am Hadern, aber jetzt ist klar, 1. April, ich denke, die werden es nicht mehr schaffen, das noch irgendwie wegzukriegen. Das heißt, es werden bei der SPD ein paar sein, ich gehe von 10, 15 Leuten aus, nicht mehr, die dagegen sein werden, aber die Mehrheit wird dafür sein in der Ampel und deswegen kann man jetzt sagen, am 1. April, und es ist hoffentlich kein April-Scherz, am 1. April wird Cannabis zumindest entkriminalisiert. Mit diesen guten Worten würde ich doch sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle und gehen mit Zuversicht in die Sitzungswoche 3. Das Cannabis-Gesetz muss jetzt im Bundestag verabschiedet werden. Unter dem Hashtag #CanGeJetzt entsprechend in Social Media trenden lassen. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.